Hallo hier in der Versuchsstation Nossen. Mein Name ist Robert Hensken und ich bin Leiter der Station. Wir, das sind 17 Beschäftigte, bewirtschaften in Summe ca. 75 Hektar Ackerfläche. Diese Fläche befindet sich nicht nur in Nossen, sondern auch in Salwitz, Methau, Hermsdorf, Spröder und Sensgästchen. Wir befinden uns hier gerade auf einem stark tonigen Schluff mit einer Ackerzahl von 63. Die erodierte Parabraunerde Pseudoklei aus Löslehm ist besonders stauwasserempfindlich, benötigt länger zum Abtrocknen und bildet beim abgetrockneten Zustand harte Kluten. Dies ist bei einigen Versuchsfragen besonders herausfordernd. Bearbeitet werden in der Versuchsstation Fragen zum mechanischen und chemischen Pflanzenschutz, zu Fragen der Düngung. Da laufen zum Beispiel Exaktversuche seit 1966. Zu Fragen der Sortenwahl, Stichwort Wertprüfung und Sorten, Landessortenversuche in den vielfältigsten Kulturen wie zum Beispiel Weizen, Wintergerste, Winterraps, Kartoffeln, Mais, aber auch in den Leguminosen wie zum Beispiel Lupinen, Ackerbohnen, Erbsen, Sojabohnen und Luzerne. Weitere andere Betätigungsfelder sind produktionstechnische Versuche im ökologischen wie auch im konventionellen Landbau. Und nach Kontrollanbau von den in Sachsen vermehrten Kulturen. Das Demofeld nachwachsende Rohstoffe existiert noch am Standort und die Gefäßstation mit Mitscherlichtgefäßen sowie die Lysimeteranlage. Kommen wir nun zur Vegetation. Im Herbst liefen die Bestände aufgrund des Niederschlagsgeschehens sehr gleichmäßig auf. Um den 28. August fielen innerhalb von 2 Tagen 40 mm Niederschlag, wovon vor allem die vorher gesäten Zwischenfrüchte und Rapse sehr gut profitierten und es zum zügigen Auflaufen und Wachsen kam. Ende September kam es nochmals zu Niederschlagsereignissen innerhalb von 2-3 Tagen, fielen in Summe 50 mm, sodass auch die nachfolgende Getreideaussaat abgesichert war. Zum Niederschlagsereignis Ende Oktober, da kam es zu weiteren Starkregenereignissen, was zu Verschlemmungen von einigen späteren gesäten Getreidebeständen führte, sodass diese verschlemmten und suboptimal aufliefen. Etwa um den 20. November trat hier am Standort die Vegetationsruhe ein. Die Schneefälle im März, unmittelbar vor dem Kälteeinbruch, schützten unsere Bestände besonders gut, sodass es zu keinen Frostschäden kam. Die Temperaturen fielen bis fast minus 25 Grad. Die Schneedecke taute anschließend zügig. Der Boden war nicht gefroren darunter. Das Wasser konnte gut infiltrieren. Die Niederschläge und das verhaltene Abtrocknen des Bodens führte auch weiterhin zum zögerlichen Beginn der Feldarbeiten. Die Aussaat der Sommergerste erfolgte am 4. März hier. Die Aussaat der Sommerleguminosen in den letzten Märztagen. Der April 2021 war im Mittel gegenüber den letzten 22 Jahren um ca. 5 Grad zu kalt. Dazu hemmten die immer wiederkehrenden Nachtfröste die Entwicklung der Kulturen. Richtig gute Bedingungen, Wintergetreidebestände mechanisch zu bearbeiten und Unkraut womöglich rauszustriegeln, waren erst Mitte April erreicht. Das Witterungsgeschehen mit den benannten Temperaturgängen, Wind und den wiederkehrenden Niederschlägen erschwerte massiv die Findung von optimalen Aussaat- und Pflanzenschutzterminen. Mit Beginn des Maies, mit den längeren, wärmeren Phasen, setzte auch ein Entwicklungsschub ein. Die erwarteten Blattkrankheiten im Getreide blieben bisher auf unerwartet niedrigem Niveau. Die Herbstaussaaten und Wintergetreidebestände stehen derzeit allesamt sehr gut und dicht im Feld. Durch die niedrigen Bodentemperaturen entwickeln sich bisher die Rüben, die Sojabohnen sowie insbesondere der Mais sehr zögerlich. Fusarium-Infektionen im Zusammenspiel mit den Umweltbedingungen führen bei einem Mais-Sortenversuch zu differenzierten Feldaufgängen, zu erhöhten Pflanzenverlusten. Durch die benannte Witterung kam es auch hier bei uns am Standort zu sehr differenzierten
Massebildungen in den Ackergrasbeständen, was sonst untypisch ist. Abschließend, werte Zuschauer, bleibt mir Ihnen nur ein gutes Jahr und Gesundheit zu wünschen. Immer das richtige Wetter und bleiben Sie uns gewogen. Für Fragen und Anregungen stehen wir als LFULG weiterhin gern für Sie zur Verfügung.